Dum, 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 dum. Neulich meinte jemand mal zu mir, da sitzt so ein durchgedrehter Typ an seinem Klavier. Hat die Kalaschnikow geladen und verbreitet Hass-Tiraden gegen das, was er als rechts interpretiert. Jetzt gegen Elsässer und gegen Kubitschek. Redet im Kehrreim irgendwas von einem Sekt. Macht auf Agitprop-Theater, will die Weltbühne kapern, was ein abartiger antideutscher Dreck. Juristisch liegt die Grauzone jetzt hier. Scheiß auf Champagner, ich trink lieber Konterbier. Dieser Gruß ist, damit du nicht vergisst, was für die Antilope die Safari ist. Dieser Gruß ist, damit du nicht vergisst, was für die Antilope die Safari ist. Danger, hör mal, wenn du Danger willst, dann kommt ein Haken dran, ob Leber oder Milz. Läuft bei Joachims kleiner Plattenfirma aggressiv der Plattenspieler, schrille Töne aus dem roten Filz. Und angenommen, dieser denn pisste sich ein, muss das der Lauf der Dinge aus der Blase sein. Da läuft bei Danger unserem Bruder echt gewaltig aus dem Ruder, packt die nasse tote Hose wieder ein. Juristisch liegt die Grauzone jetzt hier. Scheiß auf Champagner, ich trink lieber Konterbier. Dieser Gruß ist, damit du nicht vergisst, was für die Antilope die Safari ist. Dieser Gruß ist, damit du nicht vergisst, was für die Antilope die Safari ist. Vielleicht habt ihr von Jutta D. gehört. Böse Zungen sagen, sie sei schwer gestört. Sie fahre übelste Kampagnen gegen Jürgen und die anderen, über die sie sich gern lauthals empört. Sie war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwälte bezahlen. So eine lächerliche Frau feiern lächerliche Clowns, doch die Rote Hilfe sponsert ihren Drang. Juristisch war die Grauzone erreicht, doch die ist dir ja schon länger aufgeweicht. Früher war sie gegen Kapital, heute ist sie antinational. Früher war sie gegen Kapital, heute ist sie antinational. Leider bin ich nicht wie dieser, denn ich krieg von Warner Music keinen müden Cent. Ich geh auf Arbeit für die Kids, bei ihm die Maßanzüge sitzen, aber ich geb für mein Land mein letztes Hemd. Denn ich bin Patriot, auch wenn ihr mich jetzt hasst, fällt alles Deutsche jetzt so lange ja zu Last. An einen Rechtsruck glaubst du, wenn du wahnsinnig bist, in einem linken Staat der Schild wie das Sartre-Gesicht. Marxisten hören niemals auf Marxisten zu sein, man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut nicht auf den Staat hier in unserem Land, weil sie Paul Riatschek mit Nothemmern fast umgebracht haben. Weil der Verfassungsschutz ein Instrument der Mächtigen ist, in einem schizophrenen Kampf gegen Rechts in der wie der Mantel des Schweigens in den Merkel sich hüllt, durch das Kanzleramt schallt das Alerta-Gebrüll. Juristisch ist die Grauzone verreckt, ist mir auch eigentlich egal im Endeffekt. Zeigt mich ruhig wegen irgendetwas an, zeigt sie auch. Doch ich kämpfe und ich strebe und ich sterbe und ich lebe für die Heimat, für mein deutsches Vaterland.